Konnichiwa und herzlich willkommen zu einem neuen Tina Hase DIY Video. Das letzte Video hat euch so gut gefallen. Vielen, 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 vielen Dank für eure lieben Nachrichten, eure Däumchen, die ihr verteilt habt, die tollen Kommentare darunter. Das macht mich wirklich sehr glücklich. Ich hatte ja erzählt, dass ich dieses Jahr mal ein bisschen was anderes ausprobieren wollte. Und deswegen geht diese Reihe heute quasi weiter. Heute zeige ich euch, wie ihr eine Manga-Lampe selber machen könnt und natürlich, was ihr genau dafür braucht. Wenn euch das Video gefällt, gebt ihm wie immer gerne einen Daumen. Schreibt in die Kommentare, wie euch das Video gefällt, ob ihr vielleicht selber schon mal eine Manga-Lampe gebastelt habt, was ihr euch sonst noch so wünscht oder was ihr sonst auf dem Herzen habt, was ihr mir unbedingt mal schreiben möchtet. Schreibt es mir gerne mal in die Kommentare rein und vergesst natürlich nicht, meinen Kanal zu abonnieren. Ich würde mich riesig freuen, wenn ich in 2020 vielleicht sogar die 1000 Abos schaffe. Das ist so mein Traum, den ich gerade habe. Ja, und dann würde ich auch schon sagen, fangen wir einfach an. Ich zeige euch jetzt erstmal die Materialien, die ihr für die Manga-Lampe braucht. Für die Manga-Lampe brauchst du natürlich eine Lampe. Ich habe hier eine mit einem weißen Stofflampenschirm. Und dann brauchst du Bastelkleber. Ich liebe diesen Bastelkleber, den benutze ich für ganz viele Sachen. Der eignet sich einfach sehr gut dafür. Dann brauchst du noch eine Schüssel. Da mischen wir den Bastelkleber gleich mit Wasser drin. Und dann brauchst du Pinsel. Ich habe mir hier einen ganz dicken Borstenpinsel genommen und einen feineren Borstenpinsel. Für das Finish habe ich hier noch ein Klarlackspray gekauft. Und dann brauchst du natürlich noch Manga-Bilder. Ich habe mir hier ganz viele aus dem Internet rausgesucht und in Schwarz-Weiß ausgedruckt. Ich habe sie deswegen ausgedruckt, damit die Rückseite weiß ist. Das ist nämlich gleich ganz wichtig. Ansonsten schimmert immer noch ein anderes Bild durch und das wäre dann nicht mehr so schön. Dann brauchst du natürlich noch eine Bastelschere. Ich habe hier so eine ganz normale Bastelschere genommen. Du könntest dir auch ein Schneidebrett nehmen oder etwas anderes wie ein Messer, um deine Bilder gleich auszuschneiden. Und denk daran, wenn dir das Video gefällt, freue ich mich sehr über einen Daumen. Vielen Dank auf jeden Fall schon mal dafür. Und jetzt fangen wir an mit der Manga-Lampe. Als erstes kümmern wir uns um die Manga-Bilder. Nachdem ich alle Manga-Seiten voneinander getrennt habe, ich habe mir immer zwei Stück auf eine Seite gedruckt, fange ich an, einzelne Bilder auszuschneiden. Die kannst du natürlich so eckig ausschneiden oder du nimmst dir Bilder, die ein bisschen anders sind und über die Ränder gucken und die schneidest du dann einfach so ein bisschen außenrum aus, wie ich das hier mache. Und wenn du dann meinst, dass du genug Bilder ausgeschnitten hast, dann mischst du dir in einer Schüssel den Bastelkleber mit einem kleinen bisschen Wasser an. Als nächstes nimmst du deine Lampe auseinander. Wir wollen ja nur den Lampenschirm gestalten. Und auf diesen Lampenschirm gibst du dann großzügig mit einem breiten Borstenpinsel etwas von dem Kleber-Wasser-Gemisch. Und darauf klebst du dann deine Manga-Bilder. Drück sie ruhig vorsichtig so ein bisschen an und gehe auch mit dem Finger so ein bisschen darüber. Sei aber wirklich vorsichtig, wenn nämlich die Finger zu feucht sind vom Kleber oder das ganze Bild durchgeweicht ist, dann kann es sein, dass man etwas von der Oberfläche abreibt. Also sei wirklich etwas vorsichtig dabei. Wenn du überstehende Ecken hast, dann kannst du mit dem kleineren Borstenpinsel noch etwas von dem Kleber-Wasser-Gemisch auftragen, entweder da unter oder auch da über. Der Kleber, den ich hier verwendet habe, ist transparent trocknend, also den sieht man nachher nicht mehr. Und so klebst du dann nach und nach erstmal die großen Manga-Bilder auf. Zwischendurch kannst du immer etwas Kleber unter oder auch auf die Bilder streichen und dann streichst du alles mit dem Finger etwas glatt. Hier an dieser Stelle, wo die Naht von dem Lampenschirm war, hatte ich ein paar Probleme. Ich musste immer wieder über die Stelle gehen, weil das Bild nicht ganz angedrückt wurde und ich auch ein bisschen Angst hatte, dass ich es kaputt mache, wenn ich zu doll reibe. Also habe ich versucht, es gut anzudrücken und immer wieder auch ein bisschen Kleber vorsichtig obendrauf gegeben.
Ich habe hier unten am Rand angefangen und jetzt möchte ich gerne noch die ganzen Plätze, die dazwischen frei sind, auch noch auffüllen. Dafür gebe ich natürlich wieder Bastelkleber auf meinen Schirm und dann schneide ich die Bilder, die ich dazwischen setzen will, etwas zurecht. Mir war es ganz wichtig, die Ränder zwischen den Bildern freizulassen, also dass kein Bild überlappt, weil ich einfach gerne möchte, dass jedes Bild für sich zu sehen ist und ich einfach nicht möchte, dass nachher dunklere Schatten entstehen, weil ich zwei Bilder übereinander geklebt habe. Dieses Bild hier mit Rena und Shugo war eine Doppelseite, deswegen klebe ich das hier oben noch so drüber und ich finde, es sieht auch irgendwie ganz witzig aus. Oben am Rand trage ich hier noch etwas Kleber auf und dann knicke ich das Bild einfach nach oben um, so dass es einfach fest aufgeklebt ist. Und so fülle ich jetzt nach und nach meinen Lampenschirm mit Manga-Bildern auf. Ganz wichtig ist noch, du solltest hier zwischendurch immer die Hände waschen, denn wenn deine Hände ganz klebrig und voll mit Kleberesten sind, dann kann es sein, dass du mal hängen bleibst, ein Bild dabei kaputt machst oder hässliche Klebereste auf deinem Bild verteilst. Also wasch dir ruhig unbedingt zwischendurch immer mal wieder die Hände. Hier hatte ich so eine Ecke, die mir etwas Probleme bereitet hat und meine Schere war dafür einfach nicht gut geeignet. Deswegen habe ich mir nochmal eine kleine spitzere Schere genommen, womit ich dann solche Ecken besser wegschneiden kann. Wenn du dann genug Manga-Bilder aufgeklebt hast, dann kannst du nochmal kontrollieren und zur Not mit dem kleinen Pinsel noch einmal unter die ganzen Bilder gehen, wo noch Ecken abstehen oder Kanten. Und so klebst du alle Bilder noch einmal richtig schön ordentlich fest. Und dann lässt du als nächstes den Kleber einmal trocknen. Wenn der Kleber getrocknet ist, dann sieht der Lampenschirm schon echt gut aus. Aber ich habe mir gedacht, für ein Finish und damit man den Lampenschirm auch mal abwischen kann, möchte ich meinen gerne noch mit einem Klarlackspray besprühen. Wenn das Spray getrocknet ist, dann bist du auch schon fast fertig. Jetzt musst du deine Lampe nur wieder zusammensetzen, also den Lampenschirm festmachen, eine Glühbirne reindrehen und dann ist deine Manga-Lampe auch schon fertig. Und hier ist das gute Stück. Ich muss echt sagen, dass es mal wieder besser geworden ist, als ich mir gedacht habe. Ich weiß, dass ich das super oft sage, aber das ist wirklich so. Meistens habe ich einfach nur eine Idee im Kopf und stelle mir vor, wie es ungefähr aussehen könnte, wie ich das machen könnte. Und wenn es dann fertig ist, dann bin ich einfach so glücklich mit dem Ergebnis. Und das ist hier auch wieder so. Ich finde einfach, die Lampe ist richtig cool geworden. Und dadurch, dass ich einfach darauf geachtet habe, dass die Bilder nicht überlappen, sondern jedes für sich selber hier wirkt, ist es einfach richtig cool geworden. Ich liebe diese Lampe einfach und werde ihr einen ganz besonderen Platz geben. Schreibt mir unbedingt in die Kommentare, wie euch dieses DIY gefallen hat, ob ihr vielleicht Wünsche habt für neue DIYs, ob euch vielleicht was einfällt. Ich habe noch ganz viele Ideen auf jeden Fall, aber wenn ihr Wünsche habt oder so, dann schreibt mir das super gerne, entweder hier oder ihr besucht mich auch gerne auf Instagram. Ich zeige euch auch alle Anleitungen, die ich hier auf YouTube teile, nochmal in einer Kurzanleitung und noch ein bisschen behind the scenes, was ich gerade für Manga lese, was ich für Videospiele spiele. Vielleicht habt ihr ja auch Lust, mich mal auf Twitch zu besuchen. Da bastel ich immer live. Ihr könnt dabei sein und mit mir chatten. Oder ihr kommt zum Livestream vorbei, um mir beim Videospiele spielen zuzusehen. Aktuell spiele ich Sword Art Online. Da würde ich mich auch sehr drüber freuen. Und natürlich auch, wenn ihr dem Video ein Däumchen gebt, wenn es euch gefallen hat und meinen Kanal abonniert. Und dann bedanke ich mich erstmal, dass ihr alle wieder zugesehen habt. Und ja, bis zum nächsten Mal.